Hallo zusammen, im heutigen Video geht es um den Siedepunkt. Der Siedepunkt ist der Punkt, wo ein Stoff vom flüssigen in den gasförmigen Zustand übergeht. Was das für Zustände sind, das haben wir ja schon geklärt. Heute geht es wirklich um diesen einen speziellen Punkt. Denn dieser Punkt ist bei jedem Stoff anders. Und mit diesem Punkt kann ich ganz klar oder ganz sehr oft bestimmen, um was für einen Stoff es sich handelt. Ich habe hier mal ein kleines Experiment vorbereitet. Ich habe hier meinen Gasbrenner und 50 ml Wasser. Dieses Wasser werde ich nun erhitzen und alle 30 Sekunden die Temperatur abzählen, bis ich den Siedepunkt erreicht habe. Den Siedepunkt kann ich dadurch erkennen, dass sich Blasen bilden, also es beginnt zu blubbern und ganz wichtig, dass die Temperatur nicht mehr weiter steigt. Das ist der Siedepunkt, wenn wir da nicht mehr weitergehen. Denn die Flüssigkeit geht in dem Bereich dann wirklich in den gasförmigen Zustand über und deswegen kann da die Temperatur nicht mehr steigen. Normalerweise macht man das mit einem analogen Thermometer. Damit ihr das ein bisschen besser verfolgen könnt, habe ich hier jetzt einen digitalen dran, macht aber letztendlich keinen Unterschied. Das Video besteht aus drei Teilen. Teil Nummer 1 ist für alle Niveaustufen gedacht. Teil Nummer 2 ist für die M-Niveau und E-Niveaustufe. Und das dritte Teil des Videos ist für die E-Niveaustufe. Schaut euch die Videos dementsprechend an. Natürlich dürft ihr auch alle Teile angucken, egal in welchem Niveau ihr seid. Das ist euch überlassen. Jetzt fangen wir aber mal mit Teil 1 an. Der Siedepunkt von Wasser bestimmen. Als allererstes schaue ich mal bei 0 Sekunden, wie viel Temperatur, wie viel Grad haben wir als Ausgangstemperatur. Da habe ich hier 25,2 Grad. Grad Celsius. Nun werde ich beginnen, das Ganze zu erhitzen und alle 30 Sekunden abzulesen, wie stark meine Temperatur steigt. Wir können nun schon sehen, dass das Wasser beginnt zu blubbern, also sich hier Blasen bilden, aber unsere Temperatur steigt noch weiter. Okay, jetzt sehen wir, dass mehrere Sekunden, mehrere Zeiteinteilungen die Temperatur nicht weiter gestiegen ist, sondern sich eingependelt hatte. Jetzt kann ich das Experiment beenden. Wir konnten nun schön sehen, das Wasser hat begonnen zu blubbern, es sind Blasen entstanden und die Temperatur hat bei 99,3,2 Grad aufgehört zu steigen. Wasser hat normalerweise nach der Literatur einen Siedepunkt von 100 Grad Celsius. Das heißt, wir sind hier etwas drunter. Das liegt daran, dass man in der Literatur den Wert auf Meeresspiegel nimmt, wir in Rheinfelden hier aber nicht auf Meeresspiegelhöhe liegen und deswegen die Messwerte nicht ganz genau sind. Das nächste natürlich auch mein Thermometer ist kein perfekt geeichter Thermometer, sondern einfach ein Digitalthermometer. Auch der kann fehlerhaft sein. Auch hier kann natürlich sein, auch durch diese Kommazahl, dass wir hier natürlich deutlich mehr Schwankungen haben, wie bei einem analogen Thermometer, wo sich eine Flüssigkeit ausdehnt oder zusammenzieht. Was wir jetzt mit diesen Werten machen können, ist Folgendes. Das zeige ich euch jetzt gleich auf einem Extrablatt. Man kann jetzt damit ein Diagramm zeichnen. Ein Temperatur-Zeit-Diagramm. Das zeige ich euch jetzt einmal in Großaufnahme. Ich habe hier jetzt schon mal was vorbereitet. Das, was ich jetzt an der Tafel stehen hatte, habe ich letztendlich hier abgeschrieben.
Das sind meine Zeiteinheiten und meine Temperaturen, die ich bestimmt habe. Dazu möchte ich jetzt ein Zeittemperaturdiagramm zeichnen. Als allererstes zeichne ich mal ein ganz grundlegendes Diagramm. Ein Diagramm besteht immer aus einer X- und einer Y-Achse. Das mache ich mal hier unten, zeichne ich mal auf der X-Achse. Und hier nach oben zeichne ich meine Y-Achse. So. Wenn ihr das noch nicht in Mathe hattet, dann wird das auf jeden Fall auch noch drankommen. Hier unten ist der Punkt 0, 0, sowohl zu Y- wie auch zur X-Achse. Und jetzt kann ich dann gleich diese Achsen verteilen. Auf meiner Y-Achse werde ich die Temperatur, abgekürzt in Temp, und zwar in Grad Celsius einzeichnen. Das heißt, alle Zahlen, die jetzt nachher hier stehen, sind in Grad Celsius. Auf der X-Achse werde ich dann meine Zeit in Sekunden einzeichnen. Also die Zahlen, die hier stehen, sind dann nachher meine Sekunden. Jetzt beschrifte ich als allererstes mal die Achse, damit ich weiß, was für Werte ich hier auch habe. So, jetzt habe ich das Diagramm gezeichnet. Ihr seht hier, sind auf 10 cm 100 Grad verteilt. Das heißt, jeder Millimeter hier entspricht einem Grad Celsius. Und hier unten, die Zeiteinheiten waren fest, die waren immer alle 30 Sekunden. Habe ich quasi hier für einen Strich gemacht. 1 Zentimeter entsprechen hier immer 30 Sekunden. Die waren ja vorgegeben. Nun werde ich hingehen und die Punkte aufzeichnen, die ich hatte. Letztendlich schaue ich als erstes bei 0 Sekunden, meine Zeiteinheit, wie viel Grad hatte ich hier? Das waren 25,2. Das heißt, 25, hier wäre mein erster Punkt. Die Nachkommastellen vernachlässige ich jetzt etwas, sondern schaue mir jetzt hier nur die Zahlen vor dem Komma an, weil so genau kann ich das jetzt hier nicht zeichnen, dann hätte ich das Ganze viel kleiner zeichnen müssen. Das heißt, 0 Sekunden hatte ich 25 Grad. Bei 30 Sekunden hatte ich jetzt 26,7, das heißt, ich weiß, das sind 25 und gehe hier jetzt noch ein Millimeter nach oben und mache hier wieder ein Kreuz und habe hier dann meine 26. So mache ich das jetzt für alle Zahlen, das zeige ich euch im Zeitraffer, damit ihr das einfach besser verfolgen könnt. So, jetzt habe ich alle Zahlen aufgezeichnet, die ich hatte. Das heißt, hier die Zeit hier unten, wenn ich jetzt wissen möchte, welchen Wert ich habe, kann ich hier nach oben fahren und das hier auch theoretisch nachgucken. Wenn ich hier rüber fahre, finde ich dann hier auch die Temperatur. Wenn man das hat, verbindet man dann noch die einzelnen Kreuze. Und was können wir erkennen? Wir sehen jetzt hier unseren Startpunkt und hier oben unseren Endpunkt. Wir sehen hier jetzt den Temperaturverlauf. Hier gab es mal einen kleinen Einbruch. Da kann sein, dass ich einfach von der Zeit her nicht richtig abgelesen habe oder dass ich einfach einen Messfehler drin hatte. Das kann immer mal wieder vorkommen. Aber hier gab es einen ordentlichen Temperaturanstieg nochmal. Wie gesagt, der kleine Knick kann sein, dass es etwas irgendwo mal daneben war. Man sieht im Großen und Ganzen eine konstante Steigung und hier letztendlich dann oben die Abflachung, wo wir dann den Siedepunkt erreicht hatten. So zeichnet man ein Zeittemperaturdiagramm. Schaut euch das gut an. Sowas kommt natürlich auch ganz gerne mal in einer Klassenarbeit vor. Nun kommen wir zum zweiten Teil. In Teil 1 habe ich den Siedepunkt von Wasser bestimmt. Nun möchte ich den Siedepunkt von Alkohol bestimmen. Das heißt, ein anderer Stoff. Im Normalfall sollte jetzt auch ein anderer Siedepunkt rauskommen. Ob dies auch wirklich so ist,
Das werden wir nun überprüfen. Der Aufbau zur Siedepunktbestimmung von Alkohol ist genau dasselbe wie der von Wasser. Die Starttemperatur meines Alkohols liegt bei 29,2 Grad. Bei dem Alkohol beginnen sich jetzt schon Blasen zu bilden. Okay, auch nun kann ich das Experiment mit dem Alkohol beenden. Denn wir konnten auch jetzt sehen, dass über einen bestimmten Zeitraum die Temperatur nicht weiter gestiegen ist. Auch hierzu kann ich jetzt eine Grafik zeichnen, die zeige ich euch jetzt auch gleich im Großformat. Aber zuerst, was fällt hier auf? Ganz klar, der Siedepunkt von reinem Alkohol, von Ethanol, ist deutlich niedriger wie der von Wasser. Bei reinem Ethanol liegen wir so um die 78 Grad, 77,8, 77,9, um den Dreh. Und das ist auch der Siedepunkt eben von Ethanol. Während wir bei Alkohol zwischen 99 und 100 im Normalfall liegen, sind wir bei Ethanol deutlich weniger, also bei Alkohol. So könnt ihr sehen, dass jeder Stoff seinen eigenen Siedepunkt hat und wir so auch bestimmen können, die Stoffe sind beide bei Raumtemperatur flüssig, sie sind beide durchsichtig und wir können zum Beispiel über eine Siedepunktbestimmung feststellen, welcher dieser Stoffe jetzt Alkohol und welcher Wasser ist. Dazu zeige ich euch jetzt aber noch auch hierzu die passende Grafik mit dem Zeittemperaturdiagramm. Auch hier habe ich jetzt das Zeittemperaturdiagramm für den Siedepunkt von Ethanol, also von unserem Alkohol. Ich habe die Tabelle schon mal aufgeschrieben, abgeschrieben aus dem Video und ich habe auch schon das Diagrammfeld gezeichnet. Hier wieder Temperatur in Grad Celsius und Zeit in Sekunden. Das habe ich euch ja schon in Teil 1 gezeigt, wie man so etwas zeichnet. Jetzt übertrage ich auch hier wieder die einzelnen Sekunden und die Temperaturen in mein Diagramm. So, jetzt habe ich die Temperaturen hier übertragen und verbinde auch wieder die einzelnen Kreuze, die ich habe. Und hier kann ich jetzt das Zeittemperaturdiagramm von meinem Ethanol sehen. So ein Diagramm zeichnen, ich habe es vorhin schon gesagt, solltet ihr drauf haben mit verschiedenen Werten, damit ihr das für die Arbeit auch könnt. Ihr habt jetzt die verschiedenen Grafiken gesehen von Alkohol und von Wasser. Ich zeige sie euch jetzt gleich nochmal in der Aufnahme, in der Nahaufnahme. Eure Aufgabe jetzt ist es, vergleicht diese beiden Diagramme. Wo seht ihr Unterschiede? Wo sind gleiche Sachen? Wo ist der Siedepunkt genau eingezeichnet? Steigen sie unterschiedlich? Wie ist die Steigung? Wie fällt irgendwo eine Temperatur? Schaut es euch bitte einmal genau an und vergleicht die beiden Diagramme. Zum Vergleichen habe ich jetzt mal die beiden Tabellen nebeneinander geschrieben. In grün hier die Temperaturen des Wassers und der Anstieg und rechts daneben in blau die des Ethanols. Man kann jetzt schon die ersten Sachen eigentlich gut erkennen und gut sehen, aber man kann jetzt noch nicht alles sehen, was man hätte sehen können oder was man sehen kann, wenn man so ein Diagramm hat. Deswegen werde ich jetzt ein Zeittemperaturdiagramm nochmal zeichnen mit der grünen Linie für Wasser und der blauen Linie für Ethanol drin. So, ich habe die jetzt gezeichnet. Hier blau nochmal Ethanol oder den Alkohol auch. Und die grüne Linie ist unser Wasser. Ich habe die Aufgabe schon gesagt. Vergleicht es miteinander. Was könnt ihr hier sehen? Was fällt euch auf? Wo gibt es denn hier Unterschiede oder vielleicht auch Gemeinsamkeiten? Und wo könnt ihr sowohl für Ethanol wie auch für Wasser jeweils den Siedepunkt finden?
Und warum ist das der Siedepunkt? Bitte auch nochmal begründen. Das war es jetzt zum Thema Siedepunkt. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.